Splat, Splatoon. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Splatoon Dry. Wir spielen heute Splatfest. Warum ich hier in dem Laden bin? Weil draußen einfach so laut Party ist, dass ich keine Begrüßung machen konnte. Deswegen können wir jetzt rausgehen. Es gab ein paar Tage keine Folge. Ich habe minimal gespielt, nur ein bisschen. Ich habe einen coolen Hut, den habe ich beim letzten Mal in der Folge, glaube ich, gesehen. Ja, den schleppe ich schon die ganze Zeit rum. Da hinten ist Spamton an der Wand und da ist Team Grub. Und ich habe ein Team ausgesucht. Haben wir das gesehen? Nö, aber da wurde auch gar nichts gesagt. Mir wurde aber nur ein T-Shirt in die Hand gedrückt. Wir sind natürlich Team Werkzeug, wie es da schon schön steht. Nicht Futter und nicht Spaß. In diesem Splatfest geht es darum, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ich würde Werkzeug mitnehmen, weil erstens, ich kann das Werkzeug essen. Theoretisch. Im Notfall. Ja, mit dem Werkzeug kann ich mir Essen und Spaß organisieren, ne? Ich habe gestern Nacht leider um 2 Uhr gespielt, als das Splatfest angefangen hat. Und ich habe aber aufgenommen und hier seht ihr die Ergebnisse. Die Splatfest ist im vollen Gange. Aber was ist das Ergebnis der Aufwärmphase? Welches Team hat gewonnen? Ich muss es wissen. Aufwärmphase. Welches Team hat die meisten Tritonshörner ergattert? Bam! Aha. Ui. Schöne Aufwärmphase, meine liebe Leute. Aber jetzt geht's erst richtig los. Viel Glück an alle. Ja, tatsächlich waren die meisten Leute einfach für Spaß. Aber das hält mich nicht davon ab, der beste Werkzeugfan der Welt zu werden. Ich werde heute erstmal in dieser Folge ein bisschen kurz spielen, dann das restliche Splatfest einfach weiterspielen und ein bisschen nebenbei aufnehmen und dann kriegt ihr da nochmal eine längere Folge, wo ich mir, wo ihr ein bisschen was mitbekommt, ein paar gute Runden und sowas. Aber heute einfach erstmal so eine chillige Runde, wo einfach mal gucken, wie es abgeht, was passiert. Bin auch mal gespannt. Manche Leute haben wahrscheinlich schon seit 2 Uhr nachts jetzt irgendwie 9 Stunden am Stück gespielt. Aber ich habe lieber geschlafen, statt Splatoon zu spielen tatsächlich. Es ist echt verrückt, wie viel hier los ist. Ich habe auch mittlerweile... Boah, so lange her, dass wir zusammen unterwegs waren in Splatoon. Ich habe echt viel gemacht. Ja, mittlerweile weiß ich ja, dass man diesen Automaten hier zum Beispiel einmal täglich öffnen sollte. Während das Splatfest aktiv war, hat man Tritonshörner bekommen. Das sind so auch so extra Kapseln nochmal, die man hier öffnen kann. Das ist auch richtig cool. Ich habe mein Splatfest-T-Shirt noch nicht gelevelt. Wir können mal kurz angucken. Ich spiele heute den Disperser wieder, weil ich Lust habe, weil ich den mag. Ja, ich habe meinen Hut hier auf Stufe 3. Ich habe mein T-Shirt, was nicht gelevelt ist. Und meine Schuhe auf Level 2. Genau. Ich habe auch jeden Tag im Laden die Kleidung gekauft. Einfach damit ich hier richtig ordentlich Auswahl habe bei allem. Ja, aber ich darf ja Kleidung gerade nicht wechseln. Waffen habe ich die alle gerade. Ja, aber ich will erstmal nochmal mit dem Disperser spielen, weil mit dem habe ich ein bisschen geübt. Bei dem habe ich 2 Sterne, glaube ich, gerade oder so. Sieht man nicht mal. Und ich muss ja wieder so eine Zusammenfassung machen, was alles passiert ist. Ich bin im Katalog Level 25. Mein Spind habe ich noch ein bisschen dekoriert. Der ist das hier, da. Da ist so der Disperser außen drauf und hier drin ist der Dude. Dieser komische orange Deckel da oben, der hat irgendwie 80.000 Geld gekostet oder so, aber ich muss den einfach kaufen. Warum nicht? Ja, das einzige andere noch ist mein Splash-Tag, das hier. Da habe ich ein paar Sachen freigeschaltet. Ich habe das hier mal bekommen. Die sind ja so teils zufällig, die Sachen, die man kriegt. Aber ich habe ja auch dieses Grüne bekommen und da ist mein Name lila. Deswegen habe ich das Grüne gerade drin. Abzeichen habe ich ein paar von Zelman Run noch bekommen, weil ich bestimmte Bosse 100 Mal besiegt habe. Ja, und 10.000 Bärenpunkte und sowas. Aber ich habe da noch nichts ultra krasses. Ja, genau. Selber nur habe ich sehr viel gespielt, privat. Da bin ich Legende 80 Mal gewesen oder so. Aber das kann man ja bis 900 erhöhen. Nichtsdestotrotz, wir spielen einfach Splatoon. Wir gehen in PvP rein. Wir spielen das Splatfest und gewinnen für unser Team. Wenn ihr Splatfest nicht kennt, es ist ein Wochenende, in dem... Oh mein Gott, die Farbe sieht richtig geil aus. In dem es Nacht ist, also es ist, ja, ein Wochenende lang Nacht. Party, die Splatoon Idols, Marco Muri Mantaro singt da draußen die ganze Zeit. Und es geht einfach darum, für sein Team, für das man sich entschieden hat, Runden zu gewinnen, um Punkte zu sammeln. Je nachdem, wie weit man im Rang aufgestiegen ist, sammelt man auch mehr Punkte für sein Team. Und es gibt ab und zu Runden, die besonders sind. Es gibt mal 10, mal 100 und mal 1000 Runden. Und die bringen dann 1000 mal so viele Punkte, glaube ich.
Also es sind so wirklich wichtige Runden, die so ab und zu kommen. Und wenn man die gewinnt, kriegt man auch spezielle Titel. Aber die sind sehr, sehr selten. Also es kann sein, dass ihr ein komplettes Splatfest spielt und diese Runden gar nicht seht. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich habe nur davon gehört. Und ich weiß nicht mal, woran man merkt, dass man in so einer Runde ist. Aber vielleicht steht dann irgendwie tausendfach Runde riesig irgendwo da oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht man zu gewinnen und Punkte zu sammeln. Und dann gibt es am Ende ein System, wie entschieden wird, welches Team gewonnen hat. Aus drei Faktoren, glaube ich, bestehend. Ich glaube, wer am Ende bis zur Halbzeit geführt hat, wer ganz am Ende gewonnen hat und was die meisten Votes hatte. Und das mit irgendeiner Gewichtung noch dazu. Ich weiß es nicht genau, aber ich blende es hier, während ich gerade rede, ein. Ja, wir spielen erstmal normal mit unserem Disperser. Ich liebe den Disperser immer noch. Absolute Lieblingswaffe. Wir haben ein cooles Teammate, was uns hier direkt Upgrades gibt. Da drüben ist einer mit einem Splatana. Nee, 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 nee. Deine Fläche will ich nicht. So, ihm ein bisschen seine Fläche weggenommen. Ja, meine Meta ist eigentlich eine Granate auf einen zu werfen oder zwei und dann die anzugreifen. Und nicht von dem Pinsel hier töten lassen. Okay, ja, ich habe geholfen mit meiner Granate, das reicht mir. Platana, du... Oh mein Gott, der hat es in sein Schild geschafft, insane. Schau ihn an, der ist komplett lila. Arana. Aua. So, und dann bin ich in ihrer Base. Auch wenn da einer kommt. Der ist halt, den habe ich umdrehen lassen, glaube ich. Was ist passiert? Der hat einfach geleckt. Der war da einfach unten. Ich stehe oben und platz einmal. Geil. Nintendo Online, let's go. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Todescompilation. Die Runde lief nicht so. Guck mal, man kriegt 20% mehr Katalogerfahrung während dem Splatfest. Lohnt sich ja richtig zu spielen. Und wir haben 35 normale Punkte. Weiter. Gutscheine, Leute, ne? Das ist insane. Ich habe so viele Gutscheine hier drin. Kann ich mit der reden, während ich suche? Nee. Ich glaube, ich habe irgendwie 20 Runden Erfahrungsgutscheine mittlerweile. Also, ich kann einfach nur noch mit Erfahrungsboost spielen. Habe ich alle halt bei Salmon Run bekommen die ganze Zeit und ich spiele PvP halt gerade gar nicht so viel, deswegen bin ich ja Level 11. Ich glaube, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Level ihr habt. Vielleicht einige von euch schon Level 30 oder so. Man sieht es ja am Spind. Der Spind wird größer, umso höher das Level ist. Ja, also hier, ne? Das ist mein Mini-Spind, da ist ein mittlerer Spind und es gibt noch die großen Spinds da. So hoch. Das ist dann, glaube ich, Level 30 oder so. Und der müsste Level 20 sein, nehme ich an. Ja, also insane. Aber ich spiele halt nur Salmon Run und es gibt gar keine Erfahrung, glaube ich. Würde Salmon Run Erfahrung geben, wäre ich Level 25, würde ich schätzen. Ich habe halt 150 Runden Salmon Run mittlerweile oder so. Da bin ich halt richtiger Fan von. Salmon Run kriegt auch noch Updates, da freue ich mich drauf. So ein bisschen erwähnte Sachen von Nintendo und es gibt auch Sachen, die so die ganzen Data Miner und sowas da schon irgendwie in den Daten gelesen haben, dass da zwei, drei neue Modi noch kommen. Aber ich erwähne nicht mehr. Vielleicht wollen manche Leute von euch hier gar nichts wissen. Aber gucken wir mal, wie wir jetzt hier auf der Map klarkommen. Das ist ja die Map, die wir als allererstes gespielt haben in Splatoon. In der Demo, wo wir fertig gemacht wurden. Da ist unser Kumpel, der uns einen coolen Ding gibt. Warum habe ich den einfach angeguckt, wie er auf mich zukommt? Ich bin Splatoon-Gamer. Ich brauche gar nicht überlegen, warum ich da irgendwas mache. Geh weg mit deinem Schirm. Du kämpfst eh nichts ein. Spiel nicht mehr mit. Doch, klar darf ich mitspielen. So. Hoch, Bro. Der hat nicht hochgezielt. Bin ich verrückt? Der hat unten auf den Boden geschossen und ich bin gestorben. Yo, was ist heute los in Splatoon? Bin ich verrückt geworden? Ohne es zu wissen. Den kriege ich mit. Mit seinen komischen Platzbomben. So, den Duke machen wir weg. Immer ein bisschen Aggro in ihr Gebiet rein. Yo, easy. Werden alle zurückgedrängt. Easy. Werden alle weggemacht. Team Lila. So, jetzt hau ich ab. Bisschen Angst. Werden mich nämlich gleich umbringen. So. Yo, Bro, komm in die Spinnpanzerarmee.
Irgendwo ist hier so ein Automat hinter uns, den wir nicht haben. Man muss aufstehen, um das zu kriegen. Das vergesse ich jedes Mal. So. Ein Block wird gegönnt. Ich def einfach die Mitte lieber. Ich will aber nur nicht, dass die hier durchkommen. Das Beste mache ich das von hier oben tatsächlich. Indem ich mich hier ein bisschen verstecke. So. Dann kann ich von hier oben auch immer schön da reinballern, was sie wieder einfärben. Bis dann einer gleich da hochkommt und dann... Dem gefällt es gar nicht. Halt, war einer hinter mir. Nicht glücklich. Hab ihn? Ja, ich habe nichts gesehen. Den habe ich. Ah, die Minigun. Minigun ist zu crazy für mich. Ah, Go Team. Komm, wir haben, da links habe ich richtig viele getötet. Ich gehe zu dem. Ich will nicht mit dem Minigun werden. Bitte, 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 bitte. Ja. Ich weiß, ich habe wenig Zeit, aber ich muss da hoch. Einfach um hier so jetzt. Ja, Base einfärben, Base einfärben, Base einfärben, Base einfärben. Ja! Punkte, Punkte! Komm schon. Let's go. Ja! Easy win. Ich habe ein paar Kills gemacht. Bin gut eingefärbt. Der Disperser ist einfach fun. Gewehr gefärbt, Teamstart gefärbt, Schaden eingesteckt. Let's go. Ich bin der Tank. Ich finde es schön, wie alle einfach dieselben Symbole da unten drauf haben. Bestimmt gibt es auch Leute, die da mittlerweile so die Waffensticker und alles haben, aber ne, dauert ja noch ein bisschen. 5 Kills, 3-mal tot. Ja, wenigstens im positiven. Level erhöht. Kann ich mir so eine Lootbox holen. Kann ich ja mal zeigen. Guck mal, jetzt kriegen wir Beitrag. Ah, wir kriegen so einen Beitrag angerechnet, wie viel wir beigetragen haben. Und wir sind in den Rang aufgestiegen. Cool. Machen wir mal kurz beenden. Ja, unser bestes Teammate war auch einer mit einem Disperser. Der hat 8 Kills gemacht. Richtig schön. Ja, wir haben Level gemacht. Dann kriegt man immer so eine Kapsel. Die kann man hier eintauschen. Blub. Und da kriegt man ein Snack-Coupon. Ja, wie viele Coupons haben wir denn? Okay, ich habe 4 von denen. Aber trotzdem, das sind halt 80 Runden doppelte Erfahrung, ne? Dann habe ich einen für 50% Erfahrung. Und ich habe noch den da. Das ist doppelte Erfahrung fürs ganze Team. Für 20 Runden habe ich auch noch 5-mal. Doch, es sind ja echt fast 10. Ich habe nicht gelogen. Und die Gelddinger habe ich halt auch massig. Keine Ahnung, so Gutschein bade ich. Oh mein Gott, warum? Ich will nur noch spielen. Ab in die nächste Runde. Stell dich mal so ein Splatoon-Match, Free for All vor, wo jeder seine eigene Farbe hat, so mit 6 Leuten. Wie bunt die Map am Ende aussehen würde. Die Prozentanzeige unten wäre auch lustig dann am Ende. Gegen Agent L. Okay, gucken wir mal. Die Maps haben gerade gewechselt. Kenne ich die Map? Ja, die Map kenne ich. Das ist die, ich campe auf meinem Glasdach-Map. Ich habe schon eigene Metas. Ich glaube, was so die schlimmste Meta ist in Splatoon 3, ist irgendein Blaster. Und dann hat man auf der Kleidung Perks, mit denen man höher hüpft. Und so in Tinte versteckt ist. Da kann man halt richtig viel machen. Ja, guck mal, das ist meine... Mal wieder. Das war mein Spinnenpanzer, danke. Du Arsch. Hör auf. Das war nicht mal der. Wusste, der mich genervt hat. Wollte mich einfach nur rächen. Das ist ein Eimer gut. Wenn ich da gestorben wäre, hätte ich geweint. Ich hätte es fast verdient, weil ich so schlecht getroffen habe, aber es ging da alles gut. Am Ende des Tages. Haben wir den? Oh mein Gott, die haben den einfach aus der Luft. Und ich bin in den Eimer gehüpft. Ach, Luki. Ich sehe alle mit ihren Raketenwerfern. Egal, ich mach die alle fertig. Ich habe meinen Hut. Ich hoffe, irgendwann gibt es noch einen Zylinder in einem Season Pass. Dann level ich den Katalog direkt auf 100. Muss ich ja. Als ob ich dann so gespielt wird. Aua! Ich hab nie getan. Ich hab nur um die Ecke geguckt. Ich muss mir Granaten werfen. Es ist so schwer, sich zu konzentrieren, wenn man gleichzeitig so sagt, was man macht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, der Eimer-Dude kommt doch hier bestimmt gleich wieder hoch. Nee? Gerade noch nicht. Okay, dann färbe ich hier mal ein. So, jetzt geh ich kurz nochmal weg. Ich weiß nicht mal, was dieser Nebel macht. Okay, der ist ein bisschen mehr High Ground. Das gefällt mir nicht. Gegner, verschwindet doch bitte einfach. Hihi. Kurz genervt. Aber was mache ich gegen die? Hör auf!
Spaß. Es sind so viele Farben. Ich wollte noch Granaten werfen und alles, aber das war mir zu viel los. Ich gewinne die Runde. Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt einen Triple Kill. Dann färbe ich deren Base ein. So, ich muss nur kurz einen sehen. Da ist der Eimer-Dude. Gehe ich kurz zu dem hin. Töte ihn. Easy. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der nächste ist. Ja. Der wird als nächstes getötet. Egal, wie schnell der ist. Easy. Jetzt töte ich den Eimer-Dude nochmal. Nein, leider nicht. Ja, ich bringe sie alle. Oh mein Gott, ja, es war so ein Kill. Es war so ein Kill, wir haben gewonnen. Kann mir keiner sagen, dass wir das nicht gewinnen. Ich spring nochmal und werf meine Granaten so in die Base. Das waren die schlechtesten Granaten aller Zeiten, aber egal. Die eine ist an der Wand geplatzt. Beide, glaube ich, sind an der Wand geplatzt. Ich habe gesagt, wir reißen das. Easy. Ich habe nichts beigetragen wieder am Ende. Aber ich hatte Spaß. Platz 2 Gesamtleistung. Yo, zweitmeisten Kills. Gesamtleistung ist meistens irgendwie Kills. Man kann irgendwie 30 Kills haben und 0 Punkte und trotzdem dann Gesamtleistung der Beste sein. Ich war auch oft, eigentlich immer, wenn ich privat gespielt habe, war ich Gesamtleistung 1. Wir haben 6 Kills gemacht. Geht doch. Neues T-Shirt-Ding? Ah ne, bei den Schuhen. Die muss ich aber erst aufleveln, dass ich da wieder neue Perks drauf kriegen kann. Die muss es erstmal wieder im Shop geben. Blub, paar Punkte. Volle Kanne-Fan. Eine Runde kriegt ihr noch. Easy. 2 Runden können wir sogar noch reinhauen. Warum nicht? Wenn es gut läuft. Boah, 600 Punkte nur. Ich habe halt. Ja gut, ich stand halt nur auf dem Glasdach, ne? Ich habe halt kaum eingefärbt. Bei der Map bin ich ein bisschen schüchtern. Aber wenn ich da oben mit meinem Krabbenpanzer drauf bin, habe ich eigentlich immer richtig Spaß. Ich habe gar nicht geultet, ne? Ja, es ist stark zu unterscheiden, wie ich dann einfach so spiele, wenn ich so für mich einfach ballern kann oder gleichzeitig versuche zu reden und zu erklären, was ich mache. Aber hey, es macht Spaß. Ich habe trotzdem Fun. Nicht so, als wäre jetzt hier irgendwie so viel schlimmer zu spielen. Aber das müsst ihr immer beachten bei allen. Natürlich, ich sag ja nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt ja, wie heißen sie, Shroud und solche Leute. Ich meine jetzt nicht bei Splatoon, aber überall gibt es Leute, die auch reden und richtig gut spielen. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Ich sag nur, es ist ein bisschen schwerer. Bisschen. Minimal. Ja, und diesen Rang, den ich mir hocharbeite, das macht halt, dass ich dann mehr Punkte für mein Team sammle. Ja, die Runde lief nicht so. Ups. Nächste Runde gegen die Superfutter-Fans. Ich bin erst volle Kanne, hallo? Ich bin noch nicht so der Werkzeug-Fan. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Ein paar Runden spielen. Was ist eigentlich dieser Disperser mit der breiten Öffnung? Hat das Teammate jetzt gerade. Streut er mehr? Wahrscheinlich. Okay, 2 Leute gehen in dieselbe Richtung und wir sind wieder auf der Map. Wir hatten gerade eigentlich eine echt coole Map, aber da lief's. Die auf der Map davor lief es gerade so schlecht. Konnte ich leider nicht so viel von zeigen. Aber vielleicht, ja, mal gucken, was wir alles noch reinkriegen in die Folge. Die lange Splatfest-Folge kommt erst noch, dann, wenn ich den hohen Rang habe. Da spielen wir dann auch eine neue Waffe. Ich möchte gerne mal diese ganzen Blaster ausprobieren. So, ich will nicht, dass jemand zu deinem Automaten geht. Okay, geh weg. Links wurde ein Teammate umgebracht. Oh mein Gott. Die Krabbe kann einen echt schnell töten. Es tut noch nie schnell. Ich töte nie jemanden schnell damit. Erstmal Base einfärben. Bin aber auch voll davor gerannt. Ich denke immer so, yo, ich schaff's easy, da schnell rumzuschwimmen. Ein bisschen zu riskant gehe ich da rein. Zu wagemutig. So. Jetzt kehren wir mal kurz zurück. Hier kann man noch die Ecke einfärben. Ich will nur meinen Krabbenpanzer nochmal bekommen. Da fehlt noch viel. Den gerade halt erst eingesetzt habe. So, da können wir viel einfärben. Da unten sind die Gegner. Okay. Zack, zack. Die campen ganz schön. Die trauen sich gar nicht so nah. Ja, die trauen sich null her. Richtig schüchtern. Außer der. Den habe ich kurz granatet. Da hatte ich ein bisschen zu viel Angst, direkt drauf zu zielen. Oh mein Gott, wie hast du mich getötet, bitte? Ich war hinter dir, hab dich erschossen und danach sterbe ich. Danke. Ich hatte sogar meine Ult und ich war jetzt hinter denen. Ich hätte die schön abgefangen. Aber nö, Splatoon meinte, ich bin tot. Hätte ihn aber auch ein bisschen besser treffen können. Ich sehe schon eins, Splatoon. Du hast recht, ich nicht. Ja genau, da hätte ich nochmal eine Granate drauf geworfen.
So, ich verstecke mich wieder hier. Kurz. Kurz warten, bis irgendwer zu nahe kommt. Du kommst zu nah. Ja. Wo sind die... Ach, da oben ist ein Eimer. Gut. Verstehst. Ich tapp kurz ein, dann habe ich meine Ult. Dann falle ich da hoch zu dem Eimer, Dude. So, jetzt hauen wir ab. Kurz hier hoch. Ich glaube, meine Teammates sind alle tot, weil hier alles voll mit Farbe ist. Rollersack, hör auf. Alle angeschossen. Nice. Den angeschossen. Den umgebracht. Stress. Teamwork. So, da will ich einen Insta-Killen. Zack. Dich will ich noch umbringen. Ja, nice. Und dann gehe ich auf einen Krabbenpanzer. Hallo. Die haben wir, glaube ich, noch gewonnen, die Runde. Da habe ich am Ende auf einmal performt kurz. Den Sombro-Mode aktiviert. Jawohl, meiste Abschüsse, Gesamtleistung, Gegnerstart gefärbt. Ja. Disperser-Power. Das war ein Mal-10-Kampf. Oh, guck mal, war sogar gut. Hab performt fürs Team. Für Teamschere. 9 Kills. Let's go. Ich glaube, besser wird's nicht mehr. Wir haben einen Effekt für unser T-Shirt bekommen. Jawohl. Oh, mein Katalog ist 29. Ich habe vorhin, wie gesagt, 25. Ja, keine Ahnung. Einmal am Tag spielen für gratis Katalog-Level. Festmuscheln. Oh, ich habe eine Festmuschel. Okay. Aber Leute, würde ich sagen, war es das mit einem kleinen Ersteindruck zum Splatfest. Ja, ist halt einfärben und Team gut und alles. Die Katze hat unendlich Tutorials. Ignorieren wir sie einfach. Die sagt einfach nur, yo, du kannst einen Winkelmarker werfen und der berührt 3 Flächen. So wahrscheinlich... Ach, der markiert sogar Gegner. Ja, ich kann auch Schaden machen. Cool. Danke, Katze. Das war's. Beim nächsten Mal suche ich mir einen dieser Blaster raus. Die habe ich ja eh in Splatoon 2 und 1 auch schon gerne gespielt. Wir gucken uns nochmal den Festplatz so ein bisschen an. Da waren wir ja ganz kurz nur drauf. Ja genau, guck mal, da oben fliegt Shiva auf ihrem Ding. Und die singen eigentlich ab und zu und sind auf irgendwelchen Bildschirmen ja auch zu sehen. Da oben ist Big Man, der big ist. Und Team Werkzeug will gerade jemanden erschlagen. Ich weiß nicht, ob es da noch mal sich steigert von Musik und allem her, aber richtig schön die Stadt hier. Ich finde ja auch immer wieder neue Wege, wo man hochklettern kann. Wisst ihr, dass der Hutladen hier oben ist? Man muss hier eine Treppe hochgehen, um zu Fuß zum Hutladen zu gehen. Ich glaube, die meisten haben sich halt einfach hingeportet. Hier ist der Hutladen. Aber komplett versteckt. Da, du da. Dich habe ich am Anfang der Folge gesehen. Du bist cool. Der hat sogar das Emblem für 2 Goldschuppen aus Zelman Run. Hier, wir können nochmal Zelman Run einmal kurz reingucken. Einfach um alles zu zeigen, was abgeht. Ich bin, glaube ich, gerade Boss 3 wieder. Manche Maps sind echt kacke. Ja, Nebenjob Boss 3. Genau, danach gibt es Legende und Legende kann man bis 999 erhöhen. Man kann hier auch Sachen freischalten. Oh, ups, habe ich vielleicht noch nicht abgeholt, meine Mützen gestern. So, jetzt sind sie weg. Ja, man kann hier Outfits kaufen. Ich habe schon die zweite Ladung freigeschaltet. Ich kenne auch die letzten hier. Kosten 100 Silberschuppen. Ja, und für 30 kann man sich halt jetzt gerade blaue und pinke Kleidung kaufen. Ja, und die letzten kosten 100 Silberschuppen. Und da muss man genug ausgegeben haben, um Sachen freizuschalten. Genau. Und hier gibt es halt auch Banner. Das ist der, den wir gerade da gesehen haben für 2 Goldschuppen. Den kriegt man von dem Boss. Kann ich mir sogar holen, theoretisch. Aber ich heb sie mir noch auf. Hier ist noch eins für 5. Das hier für 250 Bronzeschuppen finde ich cool. Aber das dauert 300 Jahre. Also ich bin gespannt, was da für selbe Run-Modi noch kommen. Gibt auch bisher nur einen Boss. Aber man weiß ja, dass es mehrere geben soll. Ja. Genau. So steht es bei selbe Run. Bin gelb. Gut, Leute. Dann ist Splatoon alles geupdatet von eurem Know-how. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich irgendwas aus Versehen nicht gezeigt habe oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte da gerne drauf in der nächsten Folge, wenn ich dann wieder Splatoon spiele. Kommt jetzt, ja, immer wieder mal. Und wir holen noch meine Katalogbelohnung ab. Eine coole Brille. Dann war es das mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid alle natürlich in Team Werkzeug. Und ansonsten... Seht ihr so aus beim Burger essen scheinbar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Zimbelmann.